Hallihallo, ich möchte euch zeigen, wie man ganz leicht Knete selbst machen kann. Wir brauchen ein Sieb, eine Schüssel und vor allen Dingen Mehl. Und zwar nehme ich 10 Esslöffel Mehl in das Sieb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, und damit das Mehl nicht klumpt, wird das jetzt schön durchgesiebt. So. Dann bekommen wir ganz, ganz feines Mehl. Und unsere Knete hat hinterher keine Klumpen. Das dauert etwas. Aber wir haben ja auch Zeit. Solltet ihr nicht so ein feines Sieb zu Hause haben, geht es natürlich auch ohne Sieben, aber so ist es schon schöner. Wie gesagt, sonst könnten hinterher in der Knete Klumpen stecken. So. Fertig. Jetzt brauchen wir 7 Teelöffel Salz. Das ist ein Teelöffel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und 7. Und dann brauchen wir einen Esslöffel Öl. Jetzt habe ich vergessen, vorher zu rühren. Dann machen wir das schnell mit dem Teelöffel. So. Dann kommt das Öl dazu. Und wenn ihr zu Hause Zitronensäure habt, dann könnt ihr die auch noch dazu geben. Dann hält sich die Knete etwas länger. Aber es muss nicht unbedingt sein. Bisschen Zitronensäure. So. Und jetzt verrühren wir das Ganze schon ein bisschen mit dem Löffel. Und dann brauchen wir 125 Milliliter Wasser. Das kommt jetzt dazu, ganz vorsichtig. Schauen wir erstmal, wie das wird hier. Darf nicht zu viel Wasser werden. Sonst haben wir nachher ganz flüssige Knete. Das wäre nicht so gut. So, und jetzt merkt man schon, dass es langsam ein Teig wird. Gebe noch ein bisschen Wasser dazu. So. Mal rühren. Und jetzt fängt das Kneten an. Nehmen wir den Löffel weg. So, jetzt kann in der Schüssel das Ganze zu einem Klumpen verkneten. Ich glaube, das war auch die richtige Wassermenge. Und wenn man merkt, dass das noch nicht so richtig geschmeidig ist, dann kann man auch noch etwas von dem Öl dazugeben. Aber ich glaube, das ist hier ganz schön. So, ich stelle die Schüssel weg. Haben wir einen Klumpen. Und wie gesagt, den müsst ihr jetzt richtig gut durchkneten, damit das schön geschmeidig wird und ihr da hinterher auch gute Formen draus formen könnt. So. Jetzt ist unsere Knete eigentlich schon fertig. Und wenn ihr möchtet,
oder auch was, was zu Hause habt, dann könnt ihr das Ganze noch ein bisschen einfärben mit Lebensmittelfarbe. Ich teile den Klumpen mal. So. Und dann gebe ich hier ein bisschen Grün zu. Das kann jetzt wohl sein, dass sich eure Finger ein bisschen verfärben, aber das kann man ja hinterher auch wieder wegwaschen. So. Und dann können wir grüne Knete zaubern. Wenn ihr Glitzer habt, könnt ihr natürlich auch noch Glitzer dazu geben. Sieht das Ganze noch schöner aus. So. Wichtig ist, dass ihr immer wieder knetet, knetet, damit sich die Farbe gut in der Knete verteilt. So. Das kann man natürlich auch noch etwas intensiver einfärben, so wie ihr das wollt. Einmal grün und jetzt kommt noch rot dazu. So. Und auch wieder kneten. Also, das ist auch für eure Hände gut. Das ist gute Gymnastik für die Hände. Jetzt seht ihr schon an meinen Fingern, dass man das vielleicht doch besser mit Handschuhen macht. Aber es geht auch so. Wie gesagt, es ist ja nichts Giftiges. Man kann es hinterher wieder gut abwaschen. So, jetzt ist unsere zweite Knete schon fertig. Jetzt haben wir grün und rot. Und daraus kann man natürlich was formen. Ich habe jetzt schon Bälle geformt. Aber da fallen euch bestimmt noch viele andere Dinge ein. Wichtig ist, dass ihr die Knete, wenn ihr die nicht mehr benutzt, in eine Dose verschließt, die wirklich gut zuzumachen ist. Dann kommt da keine Luft dran und die Knete trocknet nicht aus. Das war's. Das ist eine kleine Menge hier. Ihr werdet das Rezept bei der Beschreibung des Videos finden und dann, da gibt es dann die doppelte Menge, damit sich das Kneten auch richtig lohnt. Viel Spaß! Tschüss!